Thanks for the invitation, Katja. It's a pleasure for me to come to Ljubljana. The following lecture I'm going to hold in German as well, because I'm not able to do a spontaneous translation now into English. Closer to the microphone? Okay. Is it okay like this? Yeah, now in German. Finding Something Bad About Mickey Mouse, über die Arbeit im Studio D13 für Kids und Teens auf der Documenta 13. Im nun folgenden Vortrag beabsichtige ich zwei Dinge. Zum einen möchte ich Ihnen ein Kunstvermittlungsprojekt der Documenta 13 vorstellen. Can I put it deeper, because it is here, like this? Zum einen möchte ich ein Kunstvermittlungsprojekt auf der Documenta 13 vorstellen. Und ich gehe dabei von der These aus, dass zeitgenössische Kunst Themen bearbeitet, die Hinweise darauf geben, was für die Zukunft gelernt werden sollte, und versuche dabei aufzuzeigen, welche Möglichkeiten ich sehe, wenn Künstlerinnen Schülerinnen adressieren. Zum anderen widme ich mich der Frage, wie unter Einbezug von Gegenwartskunst in Zusammenarbeit von Kunstinstitutionen und Schule überhaupt etwas gelernt werden kann. Dies mache ich aus der Perspektive einer ehemaligen Künstlerin, einer Kunstvermittlerin und einer Dozentin an einer Kunsthochschule, die die Erfahrung gemacht hat, dass es viel leichter ist, ins Kunstsystem hineinzukommen, als wieder heraus. Dear participant of Documenta 13, as part of the Department of Maybe Education and Public Programs, we have recently founded a subgroup to develop the program for young people at Documenta 13. As you would like to conceive this together with the participating artists, we ask for your help by briefly answering a question. What material, thing, thought, place, score, phrase, etc., related to your project for Documenta 13, would you suggest to provide to young people in order for them to use, to think about, to act with, or to relate to it in a workshop of about 3 hours? We appreciate your thoughts and comments also on the question as such. All best, Julia Moritz, Aisha Gulet, Claudia Hummel, Sandra Ortmann, Friederike Schäfer and Friederike Siebert. Wie involviert man Künstlerinnen einer Großausstellung wie der Documenta in deren Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche? Gerade sind sie angefragt, einen Beitrag für diese bedeutende Ausstellung zu leisten, sind möglicherweise dabei, ein Produktionsbudget auszuhandeln, einen Ort zu suchen, für den Katalogtext Infos und Bilder zusammenzustellen, und schon wieder wird ein Engagement gefordert. Als ehemalige Projektleiterin von Aushecken, dem ersten Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche auf einer Documenta überhaupt, eben im Jahr 2007, Sie haben davon heute Morgen schon gehört, und als Mitglied der Maybe Education Group, der Documenta 13, einer Gruppe von 19 Personen, die von der künstlerischen Leitung Caroline Christoph-Bagagiev gebildet worden war, mit der Aufgabe, Programme und Aktivitäten der Documenta 13 zu entwickeln und auch zu realisieren, fühlte ich mich für die Entwicklung eines Programms für das junge Publikum mit verantwortlich. Bei der letzten Documenta war mir aufgefallen, wie wenig die Mitarbeiterinnen der Documenta und vor allem die Künstlerinnen der Ausstellung von den Aktivitäten der Kunstvermittlung, im Besonderen vom Kinder- und Jugendprogramm, mitbekommen. Ein Grund dafür ist sicherlich der allgegenwärtige Zeitmangel im Vorfeld und auch während einer solchen Großausstellung. Ein anderer Grund ist aber auch die institutionelle Trennung von künstlerischen und kunstvermittelnden Tätigkeiten im Kontext Ausstellung. International mag es unterschiedliche Selbstverständnisse von Künstlerinnen geben, sich auch in eine vermittelnde bzw. pädagogische Auseinandersetzung mit Kunst zu begeben. Im deutschen Sprachraum gibt es sowohl im Bereich der Ausbildung an Kunstakademien eine immer wiederkehrende Distinktionsbewegung zwischen den Bereichen der freien Kunst und der Kunstpädagogik,
als auch eine sich immer wieder reproduzierende Logik im Ausstellungsbetrieb, die die künstlerische Produktion natürlich zur Hauptsache erklärt, Kunstvermittlung jedoch optional betreibt. Auch auf der Ebene des Sprechens über Kunst setzen sich diese Trennlinien fort. So zeigte Eva Sturm bereits 1996 in ihrem Text »Woher kommen die Kunstvermittlerinnen?«, wie die Worte der Kunstkritiker im Betriebssystem Kunst höher bewertet werden als die Worte der Kunstpädagoginnen. Der Educational Turn mag in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass sich Kunstinstitutionen und auch Künstlerinnen vermehrt dem Thema Bildung zugewandt haben. Doch heißt diese Bewegung nicht zwangsläufig, dass sich Kuratorinnen und Künstlerinnen mit den Arbeitsweisen und der Theoriebildung der Kunstvermittlung beschäftigt haben. Nach meiner Beobachtung, im Besonderen während der Documenta 12, hat die Mehrzahl der Künstlerinnen in der Begegnung mit einem Publikum, das über die Begegnung mit einem Fachpublikum für zeitgenössische Kunst hinausgeht, meist eher wenig Erfahrung. Erst recht, wenn Kinder und Jugendliche ins Spiel kommen. Ich hatte deshalb den Wunsch, die Vermittlung auf der Documenta 13 mit den Künstlerinnen der Ausstellung in Verbindung zu bringen und damit eine Arbeitsweise weiterzuentwickeln, die wir bei Aushecken bereits auf der Documenta 12 erprobt hatten. So entstand die Idee, die Künstlerinnen der Documenta 13 zu bitten, ein Ding, einen Gedanken, einen Ort, eine Handlungsanweisung, einen Satz etc. vorzuschlagen, das der oder die mit dem eigenen Documenta 13 Projekt zu tun hat und innerhalb eines dreistündigen Workshops einen Anlass des gemeinsamen Nachdenkens, Sprechens und Handelns für Kinder und Jugendliche stiftet. Ich wollte die Künstlerinnen auf diese Weise in ein Nachdenken über die Gestaltung von Workshops für Kinder und Jugendliche einbeziehen und damit eine spezifische Verantwortung für das junge Publikum ins Bewusstsein rücken. Die Ausarbeitung dieser Idee fand dann mit einer Kleingruppe der Maybe Education Group statt. Sie sahen ja schon vorhin die verschiedenen Namen. Die Kleingruppe bestand aus mehreren Personen. Die Projektleitung für Studio D13 hatte dann ab Januar 2012 war das dann Friederike Siebert. Titel des Projektes wurde in dieser Kleingruppe diskutiert, Raum und Raumausstattung. Zielgruppenadressierung und die Ausbildung der Vermittlerin wurden ebenfalls zusammen bearbeitet. Die Künstlerinnen der Documenta 13 wurden angeschrieben und bis kurz nach den Eröffnungstagen hatten wir 65 Beiträge für das Studio D13 beisammen. Sie sehen jetzt den Raum von Studio D13 und im Hintergrund ein Regal mit Kisten, darin waren diese ganzen Beiträge untergebracht. Meine Erwartung an die so zusammengetragene Sammlung an Gegenständen, Gedanken oder Handlungsanweisungen war es, eine komprimierte Abbildung der Themen von Documenta 13 zu erhalten. Auch wenn es möglicherweise falsch ist, von Themen zu sprechen, angesichts der offen angelegten Konzeption der Documenta 13 deutete sich dennoch einige thematische Schwerpunkte bereits durch einen ersten Flyer im Vorfeld der Ausstellung an. Dort stand auf der ersten Seite geschrieben, Documenta 13 handelt von Kunstwerken, Objekten, Büchern, Gesprächen, Recherchen, Meteoriten, Künstlern, Kuratoren, Wissenschaftlern, Aktivisten, Dichtern, Therapien, Physik, Biologie, Anthropologie, Geschichten, Menschen, Reisen, Archiven, Begegnungen, Orten, Politik, Samen, Essen, Hunden, Liebe. Weil zeitgenössische Kunst häufig Themen bearbeitet, die im Kontext Schule aus meiner Erfahrung heraus wenig bzw. gar nicht vorkommen und von vornherein klar war, dass Studio D13 von vielen, vielen Schulklassen besucht werden würde, war die gesamte Versuchsanordnung zwar im Hinblick auf die Teilnahme von Schulklassen entwickelt, aber auch in Konfrontation mit der Institution Schule. Betrachtet man die Sammlung von Studio D13 aus schulischer Perspektive als eine Lehrmittelsammlung, so stellte sich mir die Frage, wie das Curriculum dafür lauten müsste. Würde das Themenspektrum zu einer Alternative gängiger Schulcurricula führen? Würden die Positionen zeitgenössischer Kunst der Documenta 13 Auskunft darüber geben können,
was in Zukunft wichtig ist, zu durchdenken, ja gar zu lernen, wenig kritisch auf die Inhalte der Dokumenta 13 vertrauend und absolut affirmativ im Verhältnis von Kunstvermittlung zur Ausstellungsinstitution, fragte ich mich, kann zeitgenössische Kunst ein alternatives Curriculum bilden? Hat ein solches alternatives Curriculum eine institutionskritische Dimension? Und zwar institutionskritisch in dem Fall in Bezug auf das System Schule und dessen Fächerkanon. Carmen Mörsch und Heinrich Lüber von der Zürcher Hochschule der Künste schreiben dazu in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung im März 2010. Ich zitiere: Kunst und insbesondere die Gegenwartskunst erscheint uns aus verschiedenen Gründen ein hochgradig relevanter Fachinhalt. Sie tendiert dazu, scheinbare Gewissheiten zu hinterfragen und für Wahrgenommenes zu unterlaufen. Damit kann sie der Tendenz von Schule entgegenwirken, eine curricular erprobte Vergangenheit einfach in die Zukunft hineinzukopieren, in der Hoffnung, man habe die Lernprozesse dadurch im Griff. Die Auseinandersetzung mit ihr kann Hinweise auf die Frage geben, was und wie morgen gelernt werden sollte. Zitat Ende. Ich möchte Ihnen nun in Auszügen vorstellen, welche konkreten Dinge bei Studio D13 abgegeben wurden, und zeige Ihnen nun Abbildungen dieser Dinge oder Ausschnitte aus den Antwortmails der Künstlerin und Installationsansichten der künstlerischen Arbeiten. Diese Abbildungen stammen alle aus einem Buch, das Ende des letzten Jahres erschienen ist und das Projekt Studio D13 dokumentiert und kritisch reflektiert. Die Anfrage bei den Künstlerinnen ergab ganz unterschiedliche Reaktionen. Einige Künstlerinnen äußerten in ihren ersten E-Mails zunächst eine Unsicherheit aufgrund der mangelnden Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen. Aber fast alle, die auf die erste Anfrage hin reagierten, brachten einen Beitrag ein. Vielfach wurden Objekte oder Materialien beigesteuert, die unmittelbar Bestandteil der jeweiligen künstlerischen Projekte waren. Robin Kahn überbrachte dem Studio D13 ein von einer Frau aus einem Refugee Camp hergestelltes traditionelles Kamellederkissen, dessen Design auf die nomadische Berberkulturen der Westsahara zurückführte. Ein Bestandteil ihrer Installation in der Karlsaue. Die Bilder sind jetzt immer so aufgebaut, dass zum einen dieses Objekt zu sehen ist und zum anderen eben ein Teil der künstlerischen Arbeit auf der Documenta, wie ich schon sagte, wo sich der Bezug vielleicht herstellt. Ines Schaber, die in Zusammenarbeit mit Avery F. Golden zu einem thematischen Schwerpunkt der Documenta 13, dem ehemaligen Konzentrationslager und späteren Mädchenerziehungsheim Breitenau arbeitete, übergab Studio D13 einen Vorhang vergleichbarer Größe und aus demselben Material wie der Vorhang in ihrer Installation. In einer E-Mail schrieb sie uns damals, dass dieser Vorhang als Mittel für das Davor und Dahinter genutzt werden kann, aber auch als der Vorhang, der im Fotostudio hängt, um Menschen davor abzufotografieren. Und da wiederum gab es einen Hinweis auf die Polizeifotografie und auch auf die Fotografie, die im Mädchenerziehungsheim in Breitenau stattgefunden hat, wo im Grunde polizeifotografieähnliche Fotos von den Insassen gemacht wurden. Clemens von Wedemeyer, der in einer Dreikanal-Filminstallation ebenfalls über Breitenau arbeitete, gab uns einen Liedtext ab von einem Musikstück, das in einem seiner drei Filme zu hören war. Ein Liedtext der Gruppe Die Fremden, einer Punkband. Der Text ist aus dem Jahr 1989. Die Künstlerin Theodor Jarze schlug Folgendes vor: Basic Poor Material, Wood, Plastic, Clay, Sponge, Papier, Mache, Chicken Wire, Wool. Ihre eigene Arbeit bestand aus einer weiträumigen Installation aus vorgefundenen und mitgebrachten Materialien in einem verlassenen Glashaus in der Karlsruhe. Ryan Gender, der mit einer Windmaschine das Untergeschoss des Friedrichianums durchwehen ließ, war ebenso konkret mit seinen Angaben für Studio D13. Er sandte auch eine Materialliste. A straw
a balloon and a plexiglass fish tank full of warm water, a fan, non-electrical, and some length of colored ribbon. Andere Künstlerinnen schickten Vorschläge zu Arbeitsweisen in den Workshops. Die Künstlerin Amy Balkin, deren Projekt Public Smog sich mit der von Geopolitik durchdrungenen Erdatmosphäre beschäftigte, ließ ihre Box leer. Inhalt der Box war Luft bzw. Atmosphäre. Dazu sandte sie drei Vorschläge für Vorgehensweisen, wie ihrer Meinung nach die Existenz des Himmels bzw. der Atmosphäre bewusst gemacht, besetzt und als Welterbe gesichert werden kann. Welterbe. Sie bot beispielsweise einen Breathing-Workshop an, bei welchem sich die Teilnehmerinnen auf den Boden legen und beim Ein- und Ausatmen über folgende Fragen nachdenken sollten. Where is the sky? What can you do in the sky? What games can you play in the sky? What is Earth atmosphere? What is the atmosphere made of? What is climate change? Can you see it? Is the sky a park? Does anyone own the sky? Whose sky is it? Mark Dyan, der im Otoneum für eine Xylothek, eine Holzbibliothek aus dem 18. Jahrhundert, ein neues Präsentationsarchitektur entwickelt hatte, schlug vor, any program related to my project would be greatly enhanced by a trip to the garden and consideration of the rich arbor collection of the public gardens in Kassel. This would, of course, include the 7,000 Oaks project of Joseph Beuys. Teaching basic tree identification would be fun and instructive. Dyan machte damit seinen erweiterten kontextuellen Bezug zur Stadt Kassel deutlich. Dazu hin schlug er vor, ein Holzmodell, also von einem dieser Bücher herzustellen und ohne direkt im Anschreiben um ein Lehrmittel gebeten worden zu sein, traf er im Grunde den Kern der Idee von Studio D13. Grundsätzlich problematisch an der Versuchsanordnung von Studio D13 mag das hierarchische Gefälle zwischen Künstlerinnen, Vermittlerinnen und Kindern und Jugendlichen gewesen sein. Bereits im Vorfeld der Ausstellung gab der Künstler Pierre Yc zu bedenken, dass die Geste des Gebens die Künstlerin in eine klassische Rolle von Künstlerinnen dränge, das Objekt dadurch möglicherweise zu einem auratisierten Objekt werde, das schlimmstenfalls gleich als Kunst angesehen werde und eine Distanz herstelle, die zu überwinden ja die eigentliche Absicht war. Doch war es nicht auch in der Hand der Künstlerin, sich dieser Rolle durch eine Auswahl von Materialien oder Handlungsanweisungen zu entziehen? Schon während der Konzeption von Studio D13 war eine Art Forschungsehrgeiz aufgekommen, beobachten zu wollen, wie die Künstlerinnen durch ihre Vorschläge die Kinder und Jugendlichen adressieren werden. Anhand ausgewählter Beispiele möchte ich im Folgenden versuchen, einige unterschiedlichen Adressierungen herauszuarbeiten. Gareth Moore, der in einer abgelegenen Ecke der Karlsaue ein großes Gelände mit einer wachsenden Installation mehrerer Gebäude und skulpturaler Formen aus gefundenem oder gekauftem Material gestaltete, sandte uns folgende Liste. Ursa Major, Pinecone, Tin Can, Mousehole, Feather, Empty Toilet Rolls, Cement, Sidewalk Garbage Can, Weather. Kindern sind in der Regel alle Elemente dieser Liste vertraut, bis auf möglicherweise der lateinische Namen für den großen Wagen. Manche Gegenstände wie Federn, leere Toilettenrollen und Tannenzapfen werden in Kindergärten und Schulen bei Bastelarbeiten sehr gerne eingesetzt. Doch ganz einfach ist die Liste für die Gestaltung eines Workshops nicht. Die Zusammenstellung beinhaltet das Sternbild des großen Wagens, der während der Workshops nicht sichtbar sein würde. Auch ein Mäuseloch zu finden, ist keine einfache Aufgabe. Zudem führt Moore das Wetter an, das ein Arbeiten im Freien nahelegt und damit ein Reagieren auf tagesaktuelle Verhältnisse. Seine Liste provoziert durch ihre Poesie und eine darin enthaltene Unwägbarkeit. Zwar als Liste oder Reihe angelegt, widerspricht sie der Vorstellung, man könne eine Liste abarbeiten, führt sie doch vom Himmel über die Erde wieder zum Himmel.
Die Kinder und Jugendlichen werden durch vertraute Gegenstände zwar spielerisch als Kinder und Jugendliche adressiert, aber auch als Menschen auf dem Planeten Erde, auf welchem die Dinge und Wesen miteinander in Verbindung stehen. Weiterhin traut er den Kindern und Jugendlichen zu, mit einer vordergründig wenig Sinn ergebenden Dingreihe umzugehen. Sie werden angesprochen als Interpretin, als Spielende, als jene, die den Sinn der Zusammenstellung erst konstruieren. Einige Künstlerinnenmaterialien boten konkrete Vorschläge für alternative Lebensweisen. Irene Anastas und René Gabri gaben Samentüten gefüllt mit nicht patentierten Gurkensamen und dazu eine Packung unbeschrifteter Samentüten mit der Aufforderung, selbst Saatgut zu sammeln, die Tüten zu bezeichnen und weiterzuverteilen. Nicht patentierte Gurkensamen sind die Gurkensamen, die nicht von einem großen Konzern patentiert und gekauft worden sind, sodass sie im Grunde für jeden einsetzbar sind, um Gurken anzupflanzen. Das heißt, es geht hier ganz stark um die Frage von Biopolitik und Biopiraterie. Die da patentfreien Gurkensamen und auch ein herkömmliche Saatgut, das wir von einem anderen Künstler, von Christian Philipp Müller, erhalten hatten, dessen künstlerisches Projekt ein schwimmender Mangoldgarten war, sind Aufforderungen zu einer Praxis des Do-it-yourself. Oh, sorry, I'm really missing some photos. Okay. Wir erhielten von Claire Pentecost auch Kompostwürmer und Platten aus gepresster Komposterde. Ebenfalls erhielten wir Timebank-Geldscheine, die ich Ihnen jetzt in einem anderen Foto zeige. Hier. Sie sehen in einer der Kisten Geldscheine. Das waren Geldscheine des Timebank-Projekts von Giulietta Aranda und Anton Vidocle, die eine alternative Währung versuchten einzuführen für im Grunde das Betriebssystem Kunst, aber auch für die Documenta. Die Workshop-Teilnehmerinnen von Studie D13 waren durch diese Dinge, durch die Gurkensamen, durch die Mangoldsamen und auch durch diese Timebank-Geldscheine aufgefordert zu einer tatsächlichen Erprobung. Alle erwähnten künstlerischen Materialien in dieser Sektion fordern im Grunde auf, die Konsumlogiken der zeitgenössischen Gesellschaft und auch die alles durchdringende Macht des Geldes zu hinterfragen. Direkt und unmittelbar werden nicht kapitalistische Handlungsweisen als Vorschläge vorgeführt. Und die Kinder und Jugendlichen werden dabei als handlungsfähige Subjekte adressiert. Okay, now I'm missing a photo as well. Lynn Folks sandte Studio D13 die Anweisung Finding Something Bad About Mickey Mouse. Ein Satz, der in Relation zu seinem im Fridericianum ausgestellten Diorama The Lost Frontier steht, auf welcher inmitten einer von Müll und Tod geprägten Berglandschaft im Hinterland von Los Angeles ein Mickey-Maus-Kopf auf den Schultern einer bewaffneten Figur montiert ist. Im Begleitbuch der Documenta 13 wird die Arbeit als plastisches Bild von Tod des amerikanischen Traums bezeichnet. Lynn Folks Vorschlag hat einen politischen Charakter. Er fordert zur Dekonstruktion dieser weithin positiv besetzten Comicfigur auf, eben Mickey Mouse, die Kindern vorwiegend in ihrem Privatraum, beim Einkaufen oder im öffentlichen Raum bei Freizeitveranstaltungen bzw. in Freizeitparks begegnet. Seine Anweisung führt damit direkt in die Dekonstruktion westlichen Lebens und gerade auch Dekonstruktion des westlichen Privatlebens und zur Befragung von Weltordnungen, die sich bereits im Kinderzimmer abbilden. Im deutsch-deutschen Kontext mutet der Satz wie sozialistische, antikapitalistische Propaganda aus längst vergangenen Zeiten an. Mehr als 20 Jahre nach Mauerfall scheint sich nämlich diese Position in die gesellschaftlichen Reservate comic- und kunststoffkritischer, anthroposophisch geprägter Familien, Kitas und Schulen zurückgezogen zu haben. Nächstes Beispiel.
Eine ebenso große politische Dimension bieten die Vorschläge von Maria Theresia Alves an, das Land Namibia im Kontext der deutschen Kolonialgeschichte und das freie Reisen als junge Europäerin in ehemaligen Kolonien zum Thema eines Workshops zu machen. Also sie sandte uns eine E-Mail, wo sie dann eben vorschlug, das Land Namibia zu nehmen. In der postkolonialen Pädagogik wird in Bezug auf die Kolonialgeschichte Europas eine Arbeit der Bewusstmachung der westlichen qua Geburt erlangten Privilegien formuliert und gefordert. Kritische Kunstvermittlung macht sich dies zum Teil ebenfalls zur Aufgabe, indem zum Beispiel kritische Weißsein-Forschung oder die Problematik des Eurozentrismus im Betriebssystem Kunst Einfluss auf die Entwicklung von Theorie und Praxis nehmen. Pädagogischer Konsens sind aber diese Sache von Eurozentrismus und Critical Whiteness noch lange nicht. Beide Künstlerinnen, Lynn Foulkes und Maria Theresia Alves, bieten mit ihren Versuchsanordnungen etwas an, was in den Bereich der politischen Bildung gerechnet werden könnte. Sie sprechen die Kinder und Jugendlichen als politische Subjekte an. Beide erwarten eine Dekonstruktion von scheinbaren Gewissheiten. Gewissheiten wie Mickey Maus ist gut und Reisefreiheit ist normal. Verschiedene Materialien von Künstlerinnen adressieren die Teilnehmerinnen der Workshops zunächst als Kinder. Chiara Fumay fertigte für Studio D13 eigens zwei Waldorfpuppen an. Sie verkörperten die Protagonistin ihrer Arbeit, Annie Jones und Miss Saluma Agra. Fumay hatte sich für die anthroposophische Puppenversion entschieden, weil eine Inspiration für ihre Documenta 13 Arbeit die Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft Helena Blavatsky war, bei der Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, als Sekretär gearbeitet hatte, bevor er sich der Entwicklung seiner eigenen Anthroposophie widmete. Auch wies sie darauf hin, dass sie selbst bereits als Kind zusammen mit ihrer Mutter Puppen hergestellt hatte. Sie irritierte die Teilnehmerin von Studio D13 nun also durch eine ein Kleid tragende Puppe mit Bart und stellte damit die Frage nach Genderkonstruktion. Anna Bogiguian reagierte bei einer persönlichen Nachfrage durch Friederike Siebert spontan mit dem Vorschlag, den Kindern Lollis anzubieten. Ein weiterer Künstlerin, Abraham Cruz-Villegas, brachte ein Mikado-Spiel vorbei. Javier Teles entschied sich in Anlehnung an den Spielort seines Filmes eine Höhle den Kindern schwarze Knete zu überlassen, um damit Höhlen zu bauen. Zum Höhlenbauen wurde die Knete aber nie benutzt. Und darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Die angebotenen Materialien dürften vielen der Kinder bereits vor dem Besuch der Documenta vertraut gewesen sein. Neu war nun die Verknüpfbarkeit der benannten Gegenstände und Arbeitsweisen mit zeitgenössischer Kunst. Dennoch stelle ich hier die Frage, was für eine Idee von kindgerecht manchen Beiträgen unausgesprochen zugrunde lag. Diese wenigen Beispiele reichen leider nicht aus, um etwas Allgemeines über die Adressierung von Kindern und Jugendlichen durch Künstlerinnen ableiten zu können. In der Tendenz zeigt sich, dass Geste und Material der Vermittlung mit der jeweils eigenen Arbeit verbunden war und häufig auch eine ähnlich komplexe thematische Auseinandersetzung anboten, wie sie den künstlerischen Arbeiten der Documenta 13 ebenfalls zugrunde lag. Im Rahmen von Studie D13 war es nun Aufgabe der Kunstvermittlerinnen, die dort Worldly Companions genannt wurden, in Zusammenarbeit mit den Gruppen diese Komplexität von Dingen und künstlerischen Arbeiten zu entfalten. Die Worldly Companions waren es auch, die eine Vorauswahl an Materialien den Schülerinnen anboten. Meistens waren es 3 bis 5 Materialien, die angeboten wurden zu Beginn eines Workshops, und die Schülerinnen konnten auswählen, von welchem Ding, von welchem Material sie ausgehend einen Workshop zu Documenta machen. In diesen Workshops und spätestens beim Besuch der Ausstellung konnten die Vermittlerinnen dann auch auf das Verhältnis von Material und künstlerischer Arbeit eingehen und damit aber auch die Ernsthaftigkeit befragen, mit welcher die Künstlerinnen das Material an Studio 13 abgegeben hatten. An dieser Stelle möchte ich auf ein Geschehnis
im Rahmen eines Workshops der Vermittlerin Sarah Hosse ihn verweisen. In einem Workshop hatten sich die Jugendlichen die schwarze Knete von Javier Deleuze ausgewählt. Vorbereitend auf einen Ausstellungsbesuch formten sie kleine Figuren, die alle auf irgendetwas zu zeigen schienen. Beim Besuch des Fridericianums entstand dann die Idee, die Figuren im nur von einem Luftzug durchwehten, leergelassenen Untergeschoss des Gebäudes zu platzieren, eben in diesem Raum mit der Arbeit von Ryan Gender, der dort Windmaschinen installiert hatte. Für neue Besucherinnen, die mit dem Konzept Genders nicht vertraut waren, stellte sich fortan die Frage, was haben diese Figuren auf dem Boden zu bedeuten? War das Kunst? War das ein Scherz? Sarah Hossein, die über diese Begebenheit auch einen analysierenden Text im bereits benannten Buch über Studie D13 geschrieben hat, beschreibt, und ich zitiere jetzt ihren Text, viele Schülerinnen meinten, dass sie das erste Mal eine Ausstellung als Teilnehmerinnen im Sinne von als Teil davon wahrgenommen hätten und nicht nur als Zuschauerinnen. Sie waren selbst sichtbar geworden. Wir schienen alle, und da spricht sie auch über sich selbst, wir schienen alle bereichert aus dieser Erfahrung herauszugehen. Javier Deleuze hatte sich im Vorfeld der Ausstellung recht spontan für das Material Schwarze Knete entschieden. Er sah einen Block davon auf einem Bürotisch einer Studie D13-Mitarbeiterin herumliegen und hatte die Idee, diese zum Höhlenbau einzusetzen. Die eigentliche Kraft beim Workshop war aber nicht durch das Ausführen seiner Idee entstanden, sondern durch eine Verwendung und Interpretation des Materials durch die Schülerinnen. Sarah Hossein reflektiert dies folgendermaßen. Wieder ein Zitat. Das Künstlermaterial spielte bei der beschriebenen Handlung der Schülerin eine tragende Rolle. Wäre die schwarze Knete aus dem Fundus der normalen Bastelmaterialien gekommen, und die gab es bei Studie D13 auch, hätten wir uns wahrscheinlich nicht bis in den Ausstellungsraum hineingewagt, geschweige denn diese invasive Aktion durchgeführt. Das Künstlermaterial war ein durch die Institution abgesegneter, legitimierter Auslöser für die Kommunikation im Museum. Auf einer kritischen Ebene frage ich mich, in dem Fall ist es ich, Sarah Hossein, ob das Konzept von Studie D13 im Hinblick auf Künstlerinnen und Material in der Logik der Hierarchie einer Ausstellung nicht ein sehr traditionelles Kunstverständnis reproduzierte. Zitat Ende. Sarah Hossein hat sicher recht. Und doch habe ich mich über diese neue Allianz zwischen Künstlerinnen und Schülerinnen gefreut, die zu einer Handlung der Dekonstruktion des Systems Ausstellung beigetragen hat. Und da gibt es jetzt wieder eine Verbindung zum dekonstruktiven Diskurs von Carmen Mörsch heute Morgen. Die Grafiken, die Sie übrigens jetzt gesehen hatten, stammen von Rita Sammer aus Graz. Heute studiert sie Grafikdesign. Im Sommer 2012 war sie Schülerin und hat am Workshop von Sarah Hossein teilgenommen. Im Konzeptionspapier für Studio D13 fragten wir bereits, was können wir von der Documenta anderes lernen? Das Wort anderes weist schon darauf hin, dass es sich um eine Ergänzung oder Weiterentwicklung des Lernens handeln sollte, ohne dass wir jedoch näher beschrieben hätten, wovon genau wir uns abgrenzten. Friederike Siebert, die Projektleiterin von Studie D13, hat die Evaluierungsbögen, die alle Schulklassen und ihre Lehrerinnen bekommen hatten, ausgewertet. Auf die Frage, ob und was man von der Documenta gelernt habe, fanden sich unter anderem folgende Antworten. Ich zitiere, Kunst kann vielfältig sein. Kunst ist überall und wird auf verschiedene Arten dargestellt. Kunst ist alles, was man als solches bezeichnet. Wind ist Kunst. Kunst muss nicht immer schön sein. Kunst ist das, was man als Kunst vermittelt. Man kann aus allen Sachen Kunst machen. Aus kaputten oder zerstörten Dingen kann man Kunst erschaffen. Kunst interessiert mich nicht. Moderne Kunst hat für jeden eine andere Bedeutung. Manche Schmetterlinge leben nur einen Tag. Man kann mit der eigenen Stimme Musik machen.
Dieses Ergebnis stimmt mich doch sehr bedenklich. Erinnern Sie sich an meine Bemerkung ganz am Anfang des Vortrags, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es leichter ist, in das Kunstsystem hineinzukommen als wieder heraus? Auch wenn sich durch die thematische Breite der Studie D13 Lehrmittel eine Andeutung eines alternativen Curriculums für mich ergeben hat, haben die meisten Schülerinnen doch in erster Linie etwas über Kunst gelernt. Auch das Beispiel von Sarah Hossein unterstreicht das. Also noch einmal. Wie kann es gelingen, zusammen mit Schülerinnen in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst an virulente Themen und Fragestellungen unserer Gegenwart heranzukommen? Wie können wir über die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst tatsächlich etwas erfahren darüber, was für die Zukunft gelernt werden sollte? Ich versuche jetzt einige Überlegungen zur Beantwortung dieser Frage anzustellen, indem ich die Gegebenheiten des Studio D13 kritisch hinterfrage und indem ich auch einen Blick auf die Logiken des Systems Schule werfe. Erster Punkt. Es braucht Zeit für die Zusammenarbeit mit Schülerinnen. 3 Stunden sind zu kurz. Einen Kunstmachtapparat wie die Documenta zu erschließen und sich so anzueignen, dass dabei mehr als eine Idee über Kunst herauskommt, dauert viel länger. Zweiter Punkt. Documenta wird medial als wichtiges Kunstereignis angekündigt. Schülerinnen möchten natürlich dieses Kunstereignis erfahren. Das heißt, die Erwartung an die zu machende Erfahrung wird auch geprägt durch die Medien. Dritter Punkt. Schule ist organisiert in Schulfächern. Eines davon heißt Kunst. Die Trennlinien, die zwischen den Schulfächern verlaufen, machen es nicht einfacher, dafür bereit zu sein, im Rahmen einer Kunstausstellung etwas über Kolonialgeschichte oder Gurkensamen zu lernen. Vierter Punkt. Neben der Erwartung, die sich durch Medien- und Kunstunterricht entwickeln, reproduzieren Schülerinnen auch die Erwartungen ihrer Eltern. Und je nachdem, wie sie sozialisiert sind, je nachdem, wie sie für sich eine Haltung, dass Kunst hier etwas angehe oder eben nicht, entwickelt haben, kommen sie an Kunst heran oder nicht oder über die Kunst auch wieder über diese hinaus. Fünfter Punkt. Die Idee, dass es für Schülerinnen über Kunst etwas zu erfahren gäbe, das in die Gesellschaft hineinreicht, ist eine Idee von Kunstvermittlerinnen. Dies muss dann offensiv in den Workshop kommuniziert werden, damit sich der Fokus der Schülerinnen auch darauf richten kann. Sechster Punkt. Künstlerinnen über Dinge in die Anliegen der Vermittlung zu involvieren, ist ein erster Versuch. Künstlerinnen mit der Entwicklung eines alternativen Curriculums zu betrauen, wäre ein nächster. Siebter Punkt. Was da noch zu tun wäre, ist, die Lehrpläne der Schulen gemeinsam mit Künstlerinnen respektive Kunstvermittlerinnen und Lehrerinnen auf die Fragestellung der Anschlussstellen zu den künstlerischen Themen hin zu durchforsten. So gelänge es vielleicht auch, dass die Geschichte- oder Physiklehrerinnen mit ihrer Klasse einen Ausflug auf die Documenta machen. So würden sich auch die beiden Kanons, jener der Documenta und jener der Schule, nicht nur gegenüberstehen, sondern gemeinsam ein drittes bilden, einen dritten Lernraum in Überschneidung oder auch zwischen den Institutionen Schule und Documenta. In einer Forschungsarbeit von 2008 bis 2010 habe ich zusammen mit meinem Kollegen Michael Fehr und einem Forschungsteam 11 sogenannte Patenschaften zwischen Kulturinstitutionen in Schulen beobachtet. Wir untersuchten dabei, wie es diesen beiden Institutionen gelingen kann, miteinander zu kooperieren. In einer der untersuchten Kooperationen, die aus unserer Perspektive ziemlich gelungen war, wurde ein neues Schulfach erfunden. Aus der Kooperation einer Sekundarschule und dem Museum der Dinge in Berlin entstand der Lernbereich Dinge. Dort wurden Projekte von Schülerinnen verwirklicht, die sich aus der Überschneidung des Schulcurriculums und der musealen Sammlung ergaben. Und vielleicht wäre das nun der Wunsch für die Gestaltung einer Vermittlung zwischen Schulen und der kommenden Documenta. Die Erfindung
eines neuen Lernbereichs. Vielleicht den Lernbereich Gegenwartsfragen. Vielen Dank. Profesor Claudia Hummel, hvala za še eno predavanje. Thank you for your lecture once again. Zdaj pa takoj predajam besedo našim pravzaprav vam, najprej, če ima kdo od predavatelja kakšno vprašanje. Maybe any questions for Professor Hummel. Sicer pa spet smo nekoliko časovno omejeni, tako da 5 minut imamo. Question. Hi, thank you for this inspiring lecture. I think you really did achieve a lot in Kassel. I mean, with the first document, which was like the first educational program, was really like a pioneering program for this sort of big money. The station as the documenta is, and I found also a bit elaborated the second one, so it's more focused. I think it's really you made a progress as well as a team, I think. But I have, my question would be that you were somehow very much closely related to this conception, following the education program, and I wonder, do you have any feedback or do you have any idea what it meant for Kassel and its local surroundings? Is there any impact, you know, of this sort of intensive working with the public? I think that maybe, this is my idea, that maybe 50% would be the local public, especially the more school even, children, yeah. Even more, yeah. Yeah. So I wonder if there are any feedback or if you also feel this sort of, I can't find the responsibility for what's going on now or what will happen. Would there be any difference in the next document or something? Mm. I try to answer this question now in several steps. Concerning the surrounding of Kassel, in the very first documenta where I worked in 2007, it was the experience that the parents learned that there is this possibility to bring their kids to documenta, so they brought them not just once, they brought them 3 times, because on Saturday morning there was market and they went to the market and they brought us the kids to, because they found out we have always different programs. So there was a learning, a learning moment of how to use documenta for yourself. Then as one consequence, gallery education was installed after the documenta 12 in the Friedrichianum, which where the association, the art association of Kassel is based, and there was a really very engaged gallery educator, Sandra Ortmann, who did a wonderful program for many years. And as far as I know, it was mainly documenta itself who learned about gallery education, because in the very beginning, when I started to work, Bernd Leifeld, who was the chief, the manager of documenta, and I quote this because he's doing it, he's telling this story himself. He said, "Documenta time is grandparents' time. That means you bring your kids to your grandparents and you go to documenta and see it alone, so it is silent in the exhibition hall." And he learned a lot about the necessity and the possibility to work with kids and young people. So it was mainly him who insisted on having a Kids for Young People on documenta 13. But in documenta, there is this golden rule that the artistic direction has the possibility to decide and to define and to create each documenta new. And there's no obligation now for the next one, for Adam Simsik, to have a gallery education program or a program for kids and teens. It is up to him to decide if it is a necessity for him or not. So it is an ongoing up and down. So I have no idea if these two programs have now a consequence on the next one. I mean, we try to insist by producing this book, but yeah, I don't know.
And there, maybe Kassel, the town of Kassel, there were already gallery education programs located in the local institutions, and they of course continue. And but if there is something like cooperations with schools and Documenta, I doubt. So there's no big learning effect. Yeah. And Giovanna. Yes, thanks a lot. I found your operation afterwards really significant and amazing, and also including this elaboration of children. So I think with these worries about hierarchy, which sneaked in without being planned, so I think it was worth using this method as we could see by answers of the children at the end. In that sense, it had really interesting direction. But I wonder if you could use that potentially collected, like 60 or something objects, 65, or yeah, and so on, to use them. Wasn't that enough material to make a chaos? To start something completely new again, in the sense not to use only 3 materials to 5, and I don't know before or after connected artworks, but maybe you had this beautiful big space to use, maybe just give them all and see what happens. And afterwards, maybe when they see they chose these 6 elements, than to be faced with these artists' statements and artistic works. And maybe then, if there is time, to do it again with the same material. Some creative process. Just to know what you think about it. Wonderful idea. The thing is, in this big space, we're 4 groups working parallelly to each other. So there were 4 worldly companions or 4 gallery educators working with 4 groups of 15 students. So it was they had to cooperate in terms that they had to deal like this. I take this, you take that. I'm taking these 5 boxes. So it was not possible to have everything on in one moment. And. Yeah. What was the next question? Once again, to do it again. The problem with Documenta, it is conceived as an art event. That means you do this organization of a school excursion just once, and not twice. And it was the mistake of us of Documenta not to say you have to come back, because once is not enough. Yeah. And it is really linked to the special conditions of Documenta. It is this big event, media event as well, and yeah. Hvala. Še vedno imamo nekaj časa za vaše vprašanje. I'm going to ask you a lot about methodology that you used at Documenta. I will turn on it. You briefly presented a program, Kulturelle Bildung in Berlin. Mm-hmm. And my question is, what kind of existential consequences did have or is having this program for artists, mm-hmm. as also different kind of group that are integrated in this program? Okay, that is a really big question, Katja. So, but we have to hear it. Yeah? Okay. The program Kulturelle Bildung, this last thing I mentioned, you mean? Yeah.
the consequences for artists and schools. Yeah? And museums. Existential. Financial. Okay. Really another topic. In Berlin in 2007, a huge wave of cultural education started under the term kulturelle Bildung. It is finally the second wave in Germany to do those kinds of things. But now it is like bringing artists into schools and having cooperations between museums and schools seems to be the key to help schools through the actual crisis. Because in Germany, schools do have a big, big shock at the moment. It's called the so-called PISA shock. Because in PISA, the German schools were judged as not really good. And that was hard for Germany. So the idea is now to involve cultural education as one solution for bringing into schools new methods of learning, new subjects, and new ideas for teachers, mainly how to organize differently or develop lessons or, yeah, the school week. So they installed a lot of partnerships between museums and schools. I mean, it's always based on the free will of the people. So they go into corporations and they try to work with each other. And in the same time, the town of Berlin spent a lot of money for cooperative projects between museums and schools, including artists. So we have 1.5 million euros, which is a lot for the town of Berlin to do those kind of projects. And the way the money is distributed is you have to apply for it, and always in a cooperation. That means a teacher and an artist have to apply together for a project, which is then done in a school or the museum or the gallery educator and the teacher. The consequence is that a lot of teachers now include artistic projects in their in schools. A lot of artists working in that realm, but now it was installed the fund for the money was installed in 2008. Now we are 2014. People get tired. That means we have a lot of experiences in projects, but there is no structural development to include those artists in school or to include the cooperation of museums into schools. So we are just in front of the discussion, how can we structurally cooperate or structurally change the situation. Therefore, it is not the free will of the teachers to do this. The precarious background of artists to hold this. And in this research we did, we found out that it is absolutely necessary to implement those cooperations and those projects in the structure of schools and museums as well, because without the implementation of the structure, it can be over in 1 year because everybody is tired or the money is run away or is going out or the next fashion is coming. So we found out that it is necessary that if we speak on the level of museums and schools, they have to, now I missed the word in English, they have to create a strukturelle Koppelung. This is a word of system theory. They have to do an alliance in the structure. That means they have to create new lessons to cooperate. They have to implement in the time schedule the cooperation with the museum. The museum has to provide a space. The museum has to provide resources. The museum is not doing this as an additional thing. It is one of the core tasks of the museum to do these cooperations with schools and so on. And yeah, that's just the situation at the moment. The question how to create those structures to have those cooperations, to have all kinds of artistic activities in schools. Yeah, could this? Yes. This is also an interesting question for further discussion groups tomorrow. Is it this model suitable also for Slovenia? Actually, we don't have such external projects yet.
Mm-hmm. Yeah, money is always a big question. I mean, yeah. Lucky us in Germany that at the moment even the government is convinced by these artistic activities. But when we see the history of Great Britain, for example, maybe Emily Pringle can mention something about the development which has happened there, because you were much earlier with all these activities. Yeah. Najlepša hvala, thank you very much, Professor Claudia Kummer. And no, na tem mestu smo že kar precej zarezali na naš čas namenjen kosilo, tako da bi lahko samo še zaželim dober tek in se dobimo tudi ob